raus. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Part Luigi's Mansion hier auf dem Zweitkanal. Und ich hoffe, euch geht's gut, denn wir befinden uns jetzt im Grande Finale der Efeu-Türme. Müsste zumindest sein, denke ich mal. Vermutlich bin ich mir sehr, sehr sicher. Und zwar der Wipfelstürmer. Im heutigen Part, by the way, ist mein Plan: Wir gehen auf jeden Fall in diese Mission rein, der Wipfelstürmer, sammeln alle Juwelen der Efeu-Türme und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Dann endlich ein neues Kapitel. Ich muss sagen, die Efeu-Türme mag ich gar nicht so gerne. Ich glaube, es liegt einfach daran, keine Ahnung, das Surrounding gefällt mir gar nicht mal so gut. Aber das soll keine Rolle spielen. Wir arbeitslose Schauspieler sliden wir rein. Luigi, der Moment ist gekommen. bist du bereit, diese finstere und unheimliche Tür... Der Moment ist... Junge, gerade ist Anfall. Bist du bereit, dieses finstere und unheimliche Tor zu öffnen? Na, ja, nee, okay. Endlich kann ich mit dem Baraskop-Millimeter genau bestimmen, wo wir das Finstermondstück finden. Na, tolle Wurst, das wird ein wunderbarer Bossfight. Es ist im Baumhaus ganz oben in der Krone des Baums. Tja, hätte man ja fast mitrechnen können. Wir waren genau auf der richtigen Spur. Okay. So, Igitt, bitte teleportier mich rüber. Das wäre sehr, sehr lieb von dir. Schisch. Und hier ist der Schlüssel, wieder so gut wie neu. Na dann. Damit kannst du das Tor zum Baumhaus öffnen und das Finstermondstück suchen. Ach, und Luigi. Das Paraskop empfängt starke Signale aus dem Baumhaus, immens starke Signale. Aber du passt ja auf dich auf, oder? Natürlich tust du das. Ja, hoffe ich mal, dass wir auf uns aufpassen. Ich werde mir auf jeden Fall ordentlich Mühe geben für diesen Bums. Let's freaking go! Also, der Wipfelstürmer. Keine Ahnung, wie der ausschaut, aber das wird wahrscheinlich ein grandioses Kapitel werden. Wow. Oh. Oh. Yeah. Freunde, der Wipfelstürmer. Rein geht's mit dem Key! Oh, yeah. Sehr schön. Naja, so sieht's auch immer aus, wenn ich meinen Keller betrete. Mehr oder weniger. Wow, oh nein! Ich wollte gerade sagen, die Treppen hoch? Oh! Das wird lange dauern. Oder kann man nur einmal jedes falsch irgendwas... Digga. Oder kann man jeweils nur eine Treppe immer falsch shitten? Ja gut, wir wissen... Okay, die mittlere Treppe ist richtig. Ja. Okay, die mittlere Treppe ist richtig. Ja, links wird ja nicht richtig sein. Nee, 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 oder? Oder war das quasi wie so ein Hinweis? Wir probieren es nochmal links. Hey! Warte mal, ganz rechts war das Feuer fast aus. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Ah, wir gehen ganz rechts. Irgendwas sagt mir ganz rechts. Oh, das war sogar richtig. So, in der Mitte gibt es allerdings gar keinen Hinweis. Wir gehen mal durch die Mitte. Die Mitte hatten wir bisher noch nicht. Oh, na! Oh mein Gott. Das ist ja ultra wack. Allein der Weg nach oben. Allein das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Ja. Das war aber dämlich von mir. Okay, immer dem normalen Feuer hinterher, nicht dem blauen Feuer. Ist es ganz links? Ja, vermutlich, ne? Wenn die Mitte falsch ist, wird es hier richtig sein. Hey. Diesmal ist es aber die Mitte. Gibt's irgendeinen Hinweis? Oder muss man einfach wirklich quasi learning by doing? Einfach machen. Nicht großartig nachdenken, einfach machen. Oh nein, jetzt habe ich meinen Boost abgegeben. Ich will doch einfach nur drei... Es gibt ja keine Goldbarren mehr, ne? Stimmt, da war ja was. Hier gibt es keine Goldbarren. Das ist alles sehr, sehr weird irgendwie. Okay, kein Problem. So, ganz links. Dann einmal ganz rechts. Ich finde das aber sehr funny. Also das ist wirklich ein lustiges Kapitel. Junge, diese Treppe hört doch nicht auf. Also das ist jetzt richtig. Ne? Ganz links, das Feuer war klein. Das ist wirklich tatsächlich zwischendrin ein Hinweis, ne?
Gibt's. Mitte. Rechts. Ah, aber es geht voran! Guck mal, wenn man zwischendrin auf Anhieb irgendeinen Weg richtig hat, ist es schon ganz nice. Ja, lieber Geist, wir lachen jetzt alle darüber. Das ist sehr, sehr lustig, ne? Da kannst du den Geistkumpan Bescheid geben, wie sehr du uns hops genommen hast. In Anführungszeichen hops genommen hast. Ganz links. Alter, das war dreimal hintereinander links. Junge. Das nenne ich mal eine Streak. Wird aber vermutlich jedes Mal, wenn man das Kapitel hier nochmal spielt, gleich sein, oder? Okay, Mitte ist aus und dann nochmal Mitte. Dann nochmal Mitte. Ganz links. Links, Mitte. Ah, guck mal. Zwischendrin gibt es doch nochmal Hinweise, ne? Ja, aber jetzt nichts mehr. Ab jetzt ist wieder Raterei angesagt. Und wir haben verkackt. Okay, jedes Mal, wenn man so einen minimalen Progress macht, sieht man was. Bro. Ich hoffe, Luigi ist gut gegen Schäden versichert. Er ging nach links. Ja. Yeah. Junge, dann nenn mich einfach Nostradamus. Tschüss. Okay, warte mal. Here we go again. Junge, es dauert so lange, ne? Es ist unglaublich. Aber ey, es ist nicht mehr lange. So viel Feuer haben wir gar nicht mehr. Es sind 6 Treppen oder so. Junge, das ist ey, wirklich die endlose Treppe aus Mario 64. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen an der Stelle. Ging es echt so oft durch die Mitte? Oder ist es ein neuer Prank? Nee, ich vertraue dem Spiel einfach mal, dass es diesmal richtig ist. Guck mal, wir sehen schon mal, wie es weitergeht, ne? Links, Mitte, links. Okay, warte mal. Nein! Es war aber ganz links, ne? Dann die Mitte. Ja, da war auch ein kleines Feuer. Nochmal die Mitte. Links auf jeden Fall. Nochmal die Mitte. Oh, wir sind so kurz vor Ende, Mann! Junge, dieser Weg nach oben wird steinig und schwer. Okay, ich hab's verstanden. Wir sind bald unten. Ja, Freunde, ihr so. Wie ist das Wetter bei euch? Kann man grillen? Wie ist es in deutschen Vorgärten? Riecht's nach Grill draußen? Junge, es kotzt mich so an, dieses Level. Guck mal, ist immer wieder funny. Den Witz, den ich gerade gedroppt habe. Sobald es im Jahr warm wird, Februar, März, es riecht überall nach Grill. Links und links, genau. Jetzt ein paar Mal durch die Mitte, aber so eskalativ oft durch die Mitte. Na gut, soll uns ja nicht stören, würde ich aber mal so behaupten. Okay, ein Glück haben wir schon ein paar Feuer gesammelt. Guck mal, da oben ist dann ganz rechts, Mitte und links, ne? Das sieht man jetzt mehr oder weniger. Ganz rechts, Mitte, links. Okay, ja, wir haben's. Das müsste es sein. Und oben nochmal links. Ja, wir haben's. Ach, jetzt passiert nichts. Scheiße, hab ich mich vertan? Nee. Okay, zweimal links und wir sind beim Boss angekommen. Alleine der Weg zum Boss hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Wow! Junge! Das war crazy. Ich bin auch sehr froh, wenn ich diese Mucke hier nicht mehr hören muss aus dem Efeutürm. Wie gesagt, die Efeutürme haben sich irgendwie gezogen. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Schwieriges Kapitel. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Hey! Thanks a lot! So, hier werden wir wahrscheinlich nichts Großartiges finden. Von daher, rein geht's in den Boss! Hallo, lieber Boss! Mein Name ist Luigi. Und ich bin gekommen, um dich zu besiegen. Ah, warte mal, was haben wir denn hier Schönes? Ich kann auch gar nicht sagen, wie der Boss aussehen wird. Also, ne? In der ersten Villa war es klar mit den Spinnen. Baumkrone. Okay. Okay. Ja, und das blaue Feuer ist auf jeden Fall eine gute Einladung. Ich wusste es. Bro, bist du der Gegner? Du bist die Treppe. Junge, hat die Pokémon Company hier irgendwie mit zu tun? Okay, das Ding ist am Beißen und hat viel Feuer auf seinem Rücken. Kann man es irgendwo gegenhauen, dass es irgendwo reinbeißt? Zum Beispiel an den Baum. Ey, okay. Man kann an seinem Schlong ziehen. Das mache ich doch gerne. Hallo. Hallo, lieber Geist. Aber macht es einen Unterschied, wenn ich mehrmals dran ziehe? Oder ziehe ich jedes Mal nur eine Schicht ab? Wahrscheinlich jedes Mal nur eine Schicht, oder? Kann es denn sein, dass dieser Boss im Gegensatz zum Geisterboss erstmal einen sehr, sehr soliden und in Anführungszeichen einfachen Eindruck macht? Junge!
Vorsicht vor dem Feuer! Bitte brenn nicht alles ab, das war ziemlich teuer hier! So, springen bitte noch einmal nach oben. Aber ein Glück ist das Holz hier feuerfest. Alles andere wäre ultra cringe. Und jetzt mach nochmal den Jump nach oben. Ja, oder nicht? Jetzt mach den Jump nach oben! Ja, so, ich stelle mich schon mal hinter dein Popöchen. Denn ich stehe auf dein Popo. Baby, shake dein Popo für mich. Nein! Schade. So, okay, jetzt haben wir's. Für einen ganz kurzen Moment hatte ich schon minimal Schiss. Zack! Also einmal die nächste Hautschicht. Wie bei Beschneidungen, Freunde. Ach, egal. Ja, schrei mich wieder an. Das ist wirklich mit Abstand. In Anführungszeichen. Humaner Boss! Vor allem können wir nicht einfach so in der Runde laufen. Als ob der in irgendeiner Form hier rankommt. Never ever. Boing. So, nochmal bitte. Boing. Dankeschön, nochmal bitte. Boing. Und nochmal. Miep, miep. Zeig mal wieder deinen Schlong. Und den finde ich echt hübsch, musst du wissen. So, zack. Einmal noch der Geist, einmal der Geist, einmal der Geist. Ja, ist voll in Ordnung. Crash nochmal irgendwo gegen. Ja, jetzt haben wir dich, oder? Das war's. Mehr Hautschichten hast du nicht, oder? Und zack, zack. Ja, das war's. Geil. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen, oder? Und da ist das nächste Finsterstück. Mondfinsterstück. Wie auch immer. Ihr wisst ja, Fachbegriff LP und so. Moin. Ja, da ist das Ding. Let's go. Wow. So, wir haben echt nicht viel Geld gesammelt in diesem Kapitel. Naja, machst du nichts ab. Wir haben das letzte Finstermondstück. Yay. Cool. Okay. Bip, bip, bium, bium. Können wir in die Gartenhütte noch rein? Ist da noch irgendwas drin? Luigi, alles in Ordnung. Noch ein Meistergeist, damit hätte ich nun wirklich niemand gerechnet. Aber du hast geschafft und das Finstermondstück erbeutet, toll gemacht. Die Aussicht von dort oben ist sicher phänomenal, aber leider gibt's noch zu tun. Ich hole dich zurück, halt deinen Schnurrbart fest. Ja, dann gehen wir eben nicht ins Häuschen. Aber wie gesagt... Dieser Boss war easy. Vorsichtig. Könnte auch einfach ein Seeigel sein. Easy. Woo! Mission abgeschlossen, let's go! Luigi ist einfach ein Macher, wie er im Buche steht. Gefangene Geister 7, verlorene Herzen 5, Reichtümer 60 und wir haben sogar den dritten Rang. Das ging schnell. Wahrscheinlich, weil wir... Ah, shit, ich hätte mir die Juwelensammlung nochmal angucken können. Höchstwahrscheinlich, weil wir zeitlich relativ gut dabei waren. Also wir hatten ja wirklich keinerlei Probleme bei diesem Geist. Also da war der Rang auf jeden Fall hinterhergeschmissen. Kann man nicht anders sagen, yeah. Okay. So, da sind wir. Da sind wir wieder. Also, Igitt. Na, wie geht's? Wie steht's? Was machen Frauen, Kinder? Komm zurück, Luigi. Entschuldige, wenn es hier nach frischem Popcorn riecht. Ich konnte nicht widerstehen. Dein Duell mit dem Meistergeist war so spannend, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Okay, zweimal widerstehen. Dann bitten wir unseren Gast mal fürs Erste ins Gehege, wo er keinen Schaden anrichten kann. Okidoki, Artischoki. Machen wir. Also, lieber Mr. Boss Meistergeist. Okay, 60 Geld ist halt original nix. Und da haben wir auch die neue Mission freigeschaltet, die man nur freischaltet, wenn man alle Wuhus eingesammelt hat. Beide Finstermondstücke wurden also von Meistergeistern bewacht. Sehr aufschlussreich. Damit haben wir zum zweiten Mal einen Meistergeist mit einem Finstermondstück getroffen. Nein, das kann kein Zufall sein. Aber machen wir dein famoses Fundstück doch erstmal ein wenig sauber. Yeah. Für dich, Igitt, mache ich alles. Ob du es glaubst oder nicht. Ah, schön. Mach sauber den Bums. Junge, für diese Dinger riskieren wir Kopf und Kragen. Kopf und Kragen riskieren ist auch so ein lustiger Spruch. Oh nee, Wüsten mag ich gar nicht. Ah, ich weiß nicht warum. Wüsten sind echt gar nicht meins. Ah, hast du das auch gespürt? Lass mich schnell nachschauen, ob meine Theorie stimmt. Jawohl, Luigi. Der Nebel hat sich ein weiteres Stück zurückverzogen. Yay, weiteres Stück verzogen. Sheesh. Ah, guck mal, da ist das Ding. Woo.
Ich kann dich nun zu einem neuen Gebäude telefoxeln, sicher voller furchterregender Gespenster. Ich bin ja so gespannt. Wie ein Tennisnetz. Aber bevor es dahin geht, haben wir erstmal noch die letzte Mission. Ne, Operation Ecto. So, Operation Ecto gibt's noch, ne? Beunruhigend, ich empfange deutlich paranormale Signale aus den Efeutürmen. Achso. Genau. Dementsprechend gehen wir mal in die erste Mission rein, denn dort müsste, glaube ich, noch ein Juwel warten, was wir leider komplett übersehen haben am Anfang. Let's go! So, Freunde der Sonne, so lange habe ich auf diesen einen Moment hier gewartet, wo wir uns hier nach hinten fallen lassen müssen. Irgendwie so, exakt hier nach unten oder so. Und ich glaube, ich habe es schon wieder verkackt. Warte mal, kann es sein, hier ganz links oder wie oder wo oder wie? Dann mal genau jetzt hier durch. Ja, aber darauf muss man halt wirklich erstmal kommen, oder? Also Butter bei den Fische, darauf muss man wirklich erstmal kommen. Zack! Und es fehlen immer noch Juwelen? Bro, das hatte ich jetzt gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass uns so viele fehlen. Ich dachte, das wäre das letzte Ding jetzt. Naja, ja, dann werde ich mal weitersuchen, nicht wahr? Warte mal, das war Nummer 4 und Nummer irgendwas, ne? Kann man das irgendwo nachgucken? Das muss man doch irgendwo nachgucken können. Option, wie man spielt, bla bla bla, Minus. Na, ja, ich werde schon irgendwas finden. Alright, Freunde. So, die Mission habe ich abgeschlossen, aber ich habe jetzt für mich selber einfach eine Erkenntnis gerade geschlossen. Und zwar, ich habe heute ehrlich gesagt in diesem Part gar keinen Bock, die Juwelen abzuholen. Ich will nicht sagen, dass ich mich in den letzten Tagen vor Luigi's Mansion gedrückt habe. Ich muss aber wirklich sagen, und das hat man, glaube ich, in so vielen Spielen bereits auf diesem Kanal gesehen, ich bin einfach kein 100% Gamer. Ich mag das gar nicht. Also, Buhus, Safe Call, das finde ich interessant zu gucken, wo die sind. Aber Juwelen, ich will nicht sagen, dass mir das echt schnurpieps egal ist. Ich würde aber jetzt einfach mit euch in diese Buhu-Mission reingehen. Und ja, dementsprechend gucken, was da so drin ist, weil es fehlen immer noch 2 Juwelen. Und ja, man könnte jetzt einfach eine Lösung nebenbei raussuchen, aber dann wieder in die Mission reinzugehen, diese Juwelen zu suchen etc. Boah, da sehe ich mich heute nicht unbedingt. Bin ich ehrlich? Und genau deswegen machen wir jetzt erstmal Operation Ecto. Beunruhigend. Ich empfange deutliche paranormale Signale aus den Efeutürmen, Luigi. Du bist am Zug wie ein Schaffner. Wir haben ein Problem. Und das Schlamassel, wie der Akademiker wohl sagen würde. Weißt du noch, als sich in der Gruselvilla ungebetene Gäste bereit gemacht hatten? Nein, nein. Nicht die Spinnen. Kein Grund loszuschlottern. Ich meine die Geister, die von wer weiß woher in die Villa eingezogen waren. Aber jetzt sind die paranormalen Signale um einiges stärker. Vorsicht ist besser als Nachsicht, wir sollten die Geister lieber frühzeitig eindämmen. Ich wache wie immer von hier aus über dich, viel Erfolg. Junge, du bist einfach der beste Professor Igitt. Ne, immer schön aus der von hinten auf der Reservebank zuschauen und mich machen lassen. Du kannst ja safe call den Schreck weg 0815. Ne, das ist jetzt 0916, ne? Der 0815er ist bestimmt doch irgendwo in deinem Labor drin. Aus dem ersten Teil. Safe. Okay, da sind wir wieder. Und ich bin sehr froh, wenn die Efeutürme vorbei sind. Ich weiß nicht warum, aber die haben sich ein bisschen gezogen. Ich weiß nicht warum. Na dann, Luigi, schau auf die Karte. Dann weißt du, wohin es losgeht. Im Sauseschritt. Ja, machen wir. Also zuallererst in unseren Favorite Room auf der rechten Seite. Dort, wo das gesamte Kapitel so gesehen gestartet ist, nicht wahr? Okay. Hi. Kriegen wir direkt beide? Alter, Mashallah. Es ist einfach der geistreiche Boss. Nein! Junge, seid ihr Armleuchter? Was ist das denn? Bro! Der ist da einfach aus meiner Falle rausgegangen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Vor allem das gesamte Para liegt hier unter der Brücke und du kommst da nicht ran, oder? Kann man da irgendwie ran? Unter der Brücke, bitte? Nein, die schönen Goldbarren. Schau auf deine Karte und setz dem Spuk ein Ende. Ja klar, mach ich doch. Alles für dich. Mal drittes Geschoss. Da müssen wir auf die linke Seite, oder? Müssen wir auf die linke Seite? Boah, ich bin mir so unsicher über den Aufbau der Efeutürme. Aber ich glaube, das geht schon fast hier nach oben, oder? Wobei, könnte beides irgendwie richtig sein. Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht bekommen wir das dann mit den Goldbarren ein bisschen besser hin. Wie viele Goldbarren lagen da jetzt? 4? Also quasi 80 Gold? Junge, ist das ärgerlich. Okay, warte mal, das ist Geschoss 1. Oh nein, wir sind jetzt nur auf der rechten Seite, oder? Bin ich falsch gelaufen? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Oh nein!
Wobei, hier ist nur Brückengang. Kommt man da irgendwie hin, bitte? Zack. Ja, nee, es funktioniert, ne? Nee. Müsste, glaube ich, richtig sein. Eventuell. Eventually. So, Setzlingskultur, das ist doch meine Lieblingskultur. Ich glaube, unten in dem Botaniklabor wäre noch ein Juwel gewesen. Da müsste man, glaube ich, einen Eimer benutzen. Wenn mich nicht alle guten Geister täuschen. Okay, Freunde, der war stumm. So. Alter, war das Geräusch laut. Holy. Warum war denn das so laut? Okay, alles gut, wir sind auf jeden Fall richtig. Sehr, sehr nice. Okay, dann setzen wir dem Spuk ein Ende. Junge, es ist so geil, wie viele Geistersprüche es gibt. Wie viele geistreiche Sprüche es gibt. Das ist einfach entertaining pur. So, nächster Raum. Junge. Bro, ich will auch so eine Brille haben. Ja, ich hätte ausweichen sollen, Freunde, es tut mir leid. So, weg mit der Brille. Dann nehmen wir doch beide mit. So, wo sind die anderen? Oh nein! By the way, die Pfützen bekommt man auch mit der Düsterlampe raus, wurde mir so gesagt. Aha, perfekt. Exakt so. Da müssen wir nicht warten. Sehr schön. Für den Speedrun-Modus. Okay. Luigi, nimm die Brille von dem Geist mit. Die ist cool. Daneben nicht. Es gibt auch andere schöne Brillen da draußen. Bestimmt. Okay, hi. Ach echt jetzt? Dein Ernst? Ja. Du machst dich nicht über mich lustig. Schisch. So, 71 Leben. Was geht bei dir? Aua. So. Das ist ein größerer Atze. Den bekommen wir trotzdem ohne... Was heißt ohne Probleme? Den bekommen wir trotzdem hin. Magst du nochmal über mich lachen? Ich mag sehr gerne, wenn Geister über mich lachen, lieber Geist. Zumindest bekommen wir ein paar Herzen raus. Okay. Was jetzt? Du lieber Turmspuk, noch mehr Geister. Woher kommen die nur? Ich weiß es nicht. Aber wo sind die jetzt? Wo schimmeln die? Ah, auf der anderen Seite. Und dann geht's wieder nach unten. Komm, Luigi. Ich weiß, das ist vielleicht gar nicht mal so ungefährlich, aber spring einfach runter, um Zeit zu sparen. Du willst doch den Rekord haben hier, oder? Vor allem, müsste das nicht alles hier bald clean sein von Geistern? Also, keine Ahnung. Ich meine, wir haben das Mondstück ja schon. Wo zum heiligen Bimbanius kommen die her? Oh, nicht der McDonalds-Geist, Hilfe! Ist in Ordnung. Einfach ausweichen. Zack! Nein! Ach, überall ist ein Schmock auf dem Boden. Der McDonalds-Geist ist echt gar nicht mal so cool zu bekämpfen. Ach Mann, ich wollte gerade so einen Dreierzug reinbringen. Der ist echt gar nicht mal so einfach. Ich sag's, wie es ist, aber zack! Ein Herz wäre noch schön gewesen. Kein Problem! Und es geht wieder runter. So, Geschoss 1 und Erdgeschoss. Das sind die nächsten Etagen. Warte mal. Kann man da nicht einfach runterjumpen? Nee, das ist, glaube ich, dann zu weit, oder? Ach, keine Ahnung. Runter geht's. Warum muss man noch so ein kompliziertes Gebäude aufbauen? Wer hat sich das aus... Ach, es geht ja gar nicht runter. Ei, dann geht's doch so runter, wie ich gerade wollte. Einfach runterjumpen. Machen wir. So, bitte bip oder eben nicht. Wie komme ich denn hier runter? Bin ich blöd? Ja, ein bisschen, aber nicht maximal. Hä? Bro, hier? Digi, wie komme ich denn hier runter? Teleportation oder so? Hä? Junge, warte mal, wir sind hier hochgekommen. Warum geht's denn hier nicht runter? Was? Ach, Scheibenkleister. Kann es sein, dass ich oben links hin muss? Junge, hä? Da passiert nichts. Die Treppe ist broke. Junge, warum kann ich denn nicht so runter, wie ich hochgekommen bin? Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gar nicht komplett falsch laufe. Ach, warte mal. Bringt mir das irgendwas? Wie gesagt, ich habe schon wieder voll vergessen, wie es hier runtergeht. Okay, nee, hier oben ist ja nichts, ne? Also klar, die Tür ist hier. Aber das bringt uns ja original nichts, oder? Nee, ach, verdammte Kacke. Das war die Rabennestbrücke. Genau. Kleiner Shortcut am Rande, um hier rüber zu kommen. Ging es da irgendwo lang? Das können wir ja nachgucken, ne?
Ja, vor allem den einen Raum haben wir sogar gar nicht besucht. Also wird auf jeden Fall nicht die beste Bewertung werden, weil ich gerade Real Talk nicht checke, wie man runterkommt. Oder haben wir den Raum besucht? Safe haben wir den Raum ganz links besucht. Okay, Schlafzimmer. Ey, die Brille liegt immer noch hier. Geil. Ei, okay. Geht doch so runter. Brr. Ja gut, hätte man wissen können. Hätte Fahrradkette. Oder kann man hier runter? Klar, du musst ja irgendwie hier reinkommen, ne? Irgendwie? Irgendwo? Aha! Bingo! Das war wirklich gar nicht mal so einfach. Also keine Ahnung, ob das gerade ein Bug gewesen ist. Mit dem Room dort oben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Rechts rüber. Brückengang. Keine Vögel! Naja, nur eine fleischfressende Pflanze. Oh nee, Bro. Hä? War ich nicht schon in Botanik? Ja, kacke, verdammt. Da muss ich ja nochmal komplett runter. Erstmal die Route auswendig lernen, wie man hier am sinnvollsten läuft. Naja, kein Problem. Wir müssen eh komplett nach unten. So, right. On the right side, you can see a lot of ghosts. Which are playing with a lot of things. Echt jetzt? Ihr Geier? Ist das ein Bug? Kein Plan. Bro, ich krieg eh diese Goldbarren nicht. Ey, reicht doch irgendwann mal. Jetzt geh einfach in meinen Scheiß, in meinen blöden Staubsauger. So. Zaccarino? Du auch bitte? Ja, wenn du gerade schon dabei bist. Dann kannst du auch noch mit rein, wenn du magst. Aha, bingo. Jetzt noch einmal nach oben ins Botaniklabor. Warte, auf der rechten Seite, genau. Und dann wahrscheinlich noch irgendwie in den Keller oder so. Ja, ne? Why not? Lol, warte mal, das ist... Achso, Ich wollte gerade sagen, sah jetzt ein bisschen anders aus. Wir wurden nicht mit Wasser bespritzt. Okay, alright. Ist das der letzte Raum? Ich vermute mal nicht. Man muss ganz schön viel laufen hier. Hi. Mach dich über mich lustig? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, haben wir es, aber natürlich haben wir es nicht, weil wieder so ein Drecksding hier auf uns wartet. Komm mal raus. Genau. Du kommst auch nochmal. Genau. Du kannst einfach eingesaugt werden und du auch nochmal. Genau. Okay, der Room ist clean. Haben wir's? Oder kommt jetzt noch ein Raum? Beep. Die Zeit ist stehen geblieben. Ich glaube, wir haben es, ne? Das war der letzte Luigi. Hoffentlich war das schnell genug, damit wir fürs Erste unsere Ruhe haben. Dann fertig zum Abflug. Mip. Let's go. Da ist das Ding. Tschüss. I did it. Mission abgeschlossen. Okay, Rekord 914. Bla bla bla. Ja, okay, wir haben den zweiten Rang, das ist voll in Ordnung. Geht auf jeden Fall besser, wir haben jede Menge Zeit verloren zwischendrin, das muss man ja wirklich einfach mal so sagen an der Stelle. Aber, ja, war eine gute Mission, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, solche Abwechslungen mag ich immer sehr gerne. Alright, Freunde, das war dann mal wieder ein wunderbarer Part Luigi's Mansion. Sei mir bitte nicht böse mit den Juwelen, aber ich merke einfach, wie meine Motivation komplett null ist, die einzusammeln. Also, real talk. Ich mag sowas gar nicht in Spielen. Deswegen bin ich auch kein Fan von Sammelspielen oder sowas. Alright, Freunde. Dann würde ich sagen, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert den Umlautmann. Und danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti the Dark Empire. Cyplix Games, Maria, Klein Dump hier. Svensemann, Florian, Wolfgang und Chaos Marcel P. Und an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.